Okay. Der neue Versuchsaufbau. Viel simpler als vorher. Idee vom Hans. Libby ist auch mit da. Jawohl, an eine Batterie jetzt einfach einen Inverter angeschlossen. Inverter läuft. An Inverter haben wir jetzt eine 35 Watt Glühbirne. Also vorhin hatten wir dieses Messgerät im Einsatz. Dann ist es durch diese harten, gehackten Spannungen da drin irgendwie in Rauch aufgegangen. Wir haben es dann weggenommen. Aber vorher hat es noch angezeigt, dass es 35 Watt gezogen hat. Nach dem Inverter, wie gesagt, der Inverter an sich dürfte vielleicht so, wie sind die meistens so, bei 80% Wirkungsgrad. Ja, passt das so kleiner? Bei 80% Wirkungsgrad, also dürfte eigentlich noch viel mehr gezogen werden. Und das sind jetzt unsere Werte hier. Ja, das sind die Batteriestände komplett ohne Last, die wir vorher gemessen haben. Das sind die Batteriestände unter Last. Da haben wir den Versuch dann begonnen. Ne, 22.52 Uhr. Und 23.18 Uhr haben wir dann nochmal gemessen. Und das sind dann die Stände um 23.18 Uhr. Ja. Schöne Sache, wa? Kann nichts mehr dazu sagen. Alles ist sprachlos. Wir gucken hier nur noch. So, das sind jetzt die aktuellen Tests. Also bei den Voltzahlen ist es ziemlich lang geblieben. Ne? Also 22.52 Uhr, 23.18 Uhr bis 23.30 Uhr hat sich gar nichts getan. Es hat nur nebenbei so eine 35 Watt Lampe geleuchtet. Ne? So, dann haben wir diesen Lüfter mal versucht mit dazu zu schalten. Allerdings ist das halt eine induktive Last und diese Billig-Power-Inverter können mit induktiven Lasten halt gar nicht so richtig umgehen. Deshalb ist er nach ganz kurzem Betrieb jedes Mal immer wieder ausgegangen. Und danach haben wir dann, das war um diese Uhrzeit gewesen, haben wir dann die Voltzahlen gemessen. Ja, dann haben wir es noch ein bisschen weiterlaufen lassen, nur mit unserer 35 Watt Birne. Dann waren wir wieder im normalen Level, ne? Praktisch, dass die eine Batterie steigt, die andere ganz leicht sinkt, immer proportional zueinander und bei den anderen sich gar nichts tut. Jetzt wieder, so eine Viertelstunde später, haben wir nochmal gemessen. Da tut sich an unserer Quellbatterie dann schon einiges, sind wir nur noch bei 12 Volt. Aber hier sind wir jetzt schon etwas schneller bei. Ne? Okay, weiter geht's. Wo waren wir gewesen? Ja, dann haben wir nochmal gemessen, ist hier rapide gesunken, hier rapide gestiegen. Und bei der letzten hat sich noch ein kleines bisschen was getan, die schwankt auch. So, und jetzt haben wir hier so eine Autolampe mit reingenommen, wo auf der Packung draufsteht, dass sie also 60 Watt oder 55 Watt hat. Wir haben jetzt keine Ahnung, was wir angeschlossen haben, um Auf- oder Abblendlicht. Also entweder 60 Watt oder 55 Watt zieht die jetzt zusätzlich zu unseren 35 Watt. Und naja, mal gucken, wann der anfängt mit Fietschen. Alles klar, aber wie geht's, oder? Was meint ihr? Jo. Jo. Schmeiß ans Muskeln. Mal nochmal, was haben wir? 12, 6, 6. Soll ich? Jo. Okay, aber wie geht's? 69. Die steigt ordentlich? Ja. Aber das ist, glaube ich, Abblendlicht. Jawohl, jetzt haben wir das Abblendlicht erwischt. Der Boden hat es nämlich richtig schön gequalmt, obwohl auch jetzt qualmt sie etwas. Kannst du dich bitte ein? Komm mal gleich mal um. Naja, das sieht doch eigentlich gut aus, muss ich sagen. Also wenn wir umklemmen, sagt er der Inverter und der pfietscht noch nicht, ne? Weil der Inverter betreibt ja jetzt noch diese 220 Volt Glühlampe hier oben. Also haben wir jetzt 35 Watt. Wir haben noch Zeit. Und noch pfietscht nichts. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Mensch, Schwert. Ja, so, jetzt haben wir unseren ersten Endtest, Langzeit-Endtest halbwegs fertig.
Der erste Test mit 35 Watt Last. Da haben wir gestartet mit der Gesamtvoltzahl, die alle addiert. Hier sind wir dann 22:48 gestartet, 23:30 waren wir dann bei der Voltzahl, haben 35 Watt die ganze Zeit gezogen. Also hier haben wir am Anfang gemessen, das war nicht unter Last, das ist unter Last sozusagen. Ja, haben wir während des Betriebes gemessen. So, dann ging es weiter, haben wir wie gesagt rumgespielt, 1000 Watt Heizung mit dran gehangen, das ging nicht lange gut. Da waren das die Zwischenstände gewesen, hier oben immer die Uhrzeiten. So, dann haben wir noch eine 55 Watt Lampe mit rangehangen. Das waren dann diese Dinger mit gewesen. Und ganz am Ende haben wir noch mal eine 25 Watt Lampe und so ein 10 Watt Stroboskoplicht mit rangehangen. Die letzten 10 Minuten so ungefähr. Ne? Jawohl, hier 1:09 Uhr haben wir das letzte Mal gemessen. Und dann haben wir unsere Batterie sozusagen den Rest gegeben, weil wir keinen Bock mehr gehabt haben, noch länger zu warten. Ne? Wir wollten endlich, dass unser Inverter anfängt mit Peachen. Ja, haben das dann innerhalb von 10 Minuten geschafft, juhu, deswegen. Haben dann direkt nach dem Abklemmen einmal gemessen. Da waren das die Voltzahlen und haben jetzt nochmal in 1:48 Uhr eine Messung gemacht, nachdem wir das System zur Ruhe kommen lassen haben und haben jetzt diese gesamte Voltzahl. Ja, und was uns jetzt so interessiert, ne, wir haben jetzt so 3-4 Stunden so nonstop im Mittel so 60-70 Watt hier rausgezogen und haben am Ende diese Voltzahl in der Summe von den ganzen Batterien, muss ich dazu sagen, wohlgemerkt, ne, und haben am Anfang mit dieser Voltzahl in der Summe der ganzen Batterien gestartet.